In diesem Video zeige ich dir ein paar Rezepte aus meiner letzten Woche, was ich so gekocht habe, schnelle Sachen, feierabendtaugliche Sachen, die ganz einfach gehen. Ich hoffe, es ist das ein oder andere Rezept für dich vielleicht auch mit dabei, damit du eine Inspiration hast und deine nächste Woche nicht mit den 0815 Gerichten, die man sonst immer kocht, füllst, sondern vielleicht die eine oder andere neue Idee mit dabei ist. Viel Spaß beim Zuschauen und schön, dass du da bist bei Lanas 1x1 zum Leben. Fangen wir mal an mit einem Rezept, das ich auch zum ersten Mal gekocht habe. Ich habe immer wieder so Pesto-Chicken-Pasta auf Social Media gesehen, dass das Amerikaner viel kochen und ich habe das davor noch nie gegessen. Ich habe mir gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus und habe mich an ein paar amerikanische Rezepte orientiert. Dafür habe ich eben ein Hühnchen gebraucht, Pesto gebraucht, ein bisschen Sahne gebraucht, Knoblauch, getrocknete Tomaten und ich habe noch ein paar frische Tomaten von meinem Balkon hergenommen und frischen Basilikum, aber das war dann nur zur Verzierde. Habe angefangen damit, meinen Knoblauch und meine getrockneten Tomaten klein zu schneiden und auf die Seite zu legen, damit ich dann später das Hühnchen schneiden kann auf dem Brett, weil ich wollte nicht Hühnchen schneiden und dann die anderen Zutaten, weil man soll ja immer ein bisschen aufpassen mit irgendwelchen Keimen bei Hühnchen. Ich weiß auch nicht so genau warum, aber ich glaube, die sind so ein bisschen, ja, man soll ja nicht so in Kontakt mit rohem Huhn, glaube ich, kommen, oder? auf jeden Fall will ich danach immer das Brett nicht nochmal benutzen, wenn ich Hühnchen geschnitten habe oder auch das Messer und deswegen habe ich das zuletzt gemacht. Aber dann als erstes in die Pfanne gegeben und angebraten und währenddessen auch die Nudeln in Salzwasser kochen lassen. Da kann man auch Penne richtig gut dafür zum Beispiel hernehmen. Ich habe so ein Hähnchengewürz zu Hause gehabt, aber habe mir gedacht, das Rezept ist so ein bisschen italienisch. Nehme auch noch ein paar Kräuter mit dazu. Oregano und Basilikum habe ich hergenommen, Salz und Pfeffer. Dann nach einer Weile den Knoblauch dazugegeben, den gebe ich in der Regel ein bisschen später erst dazu, weil Knoblauch soll ja nicht zu lange zu stark gehitzt werden, sonst wird der so ein bisschen bitter. Die getrockneten Tomaten auch in die Pfanne geben und dann habe ich ungefähr ein halbes Glas Pesto in die Pfanne dazu gegeben und mit ein bisschen Nudelwasser vermengt. Und dann, nach einer Weile, wo das gekocht war, waren die getrockneten Tomaten auch schon wieder ein bisschen weicher, habe ich noch Sahne dazu gegeben und fertig war die Soße. Die Nudeln deiner Wahl einfach in den Teller platzieren, die Soße drüber und dann habe ich das halt einfach noch zum Schluss ein bisschen verziert mit ein paar frischen Tomaten und mit eben Parmesan zum Beispiel. Kann man auch schon in die Soße geben, aber ich mag das gerne zum Toppen obendrauf. Und dann habe ich noch frischen Basilikum, den ich klein geschnitten habe, auch oben drauf geben. Das Rezept war richtig, richtig lecker. Also das würde ich dir empfehlen, unbedingt nachzumachen, wenn du eins nachmachst. Dann habe ich eine Gnocchi-Pfanne gemacht, so in der Art, so irgendwie gefühlt war das so Pizza-Style, Gnocchi-Pfanne mit Salami. Habe ich ein Rezept gesehen und habe mir gedacht, das kreiere ich mal ein bisschen nach. Gemüse kannst du da hernehmen, was du möchtest. Aubergine wird zum Beispiel auch gut passen oder Paprika. Genau, ich habe jetzt einfach zu Hause gehabt eine Zucchini und Karotten. Das war mein Gemüse und eine Zwiebel. Und das habe ich eben in dem Fall jetzt zum Beispiel geschält und klein gemacht. Klein geschnitten und dann später alles zusammengegeben. Ich mochte dieses Rezept, weil man nur eine Pfanne braucht. Also es ist ein One-Pan- oder One-Pot-Rezept und das finde ich immer super praktisch, wenn man nicht zwei große Geschirrsachen dann zum Abwaschen hat. Die Salami habe ich dann auch in kleine Stücke geschnitten und dann einfach auch später noch in die Pfanne gegeben. Und außer die Sachen klein schneiden und dann alles in die Pfanne hauen, muss man eigentlich bei dem Rezept auch nichts machen. Geht relativ einfach. Du kannst hernehmen, was du zu Hause hast. Also ist auch gut zur Resteverwertung. Und hat geschmeckt. Kann man mal einfach schnell machen. Ah ja, Mais habe ich auch noch gehabt. Siehst du, das sehe ich jetzt gerade. Die Gnocchis habe ich nicht gekocht, sondern einfach gleich in die Pfanne gegeben, weil ich eh noch Flüssigkeit in die Pfanne dazugeben habe, zum Beispiel eben die stückigen Tomaten, Kräuter, Frischkäse und dann habe ich noch ein kleines bisschen Wasser dazu geschüttet, das Ganze natürlich auch gewürzt und habe nochmal ein bisschen was von meinen frischen Kräutern hergenommen und fertig war das. Man muss die Gnocchi gar nicht dann vorkochen, wenn sie eh in Flüssigkeit dann noch in der Pfanne ein bisschen sind.
Das war mein drittes Gericht, sind wir schon. Und zwar, ich bin jetzt zu Hause, ich bin jetzt ja frisch gebackene Mama und muss mich daran gewöhnen, dass man mittags tagsüber zu Hause ist. Und dass man sich dann natürlich auch irgendwas zum Essen macht, wenn man alleine zu Hause ist. Und damit ich ein bisschen einfacher mir auf die Schnelle einen Salat machen kann, habe ich ein bisschen Gemüse und Nudeln vorbereitet, weil ich wollte halt mir quasi so eine Basis kreieren, ein bisschen Meal Prep machen, wo ich schnell und einfach mir einfach nur Salatblätter runterzupf, dann geschwind was noch dazu fülle, nicht mehr viel schneiden muss und schon mein Salat fertig ist. Verstehst du, was ich meine? Deswegen habe ich einfach so ein bisschen Ofengemüse gemacht mit dem Gemüse, was ich eben noch zu Hause hatte, habe die Nudeln gekocht und das dann zusammen in eine Schüssel einfach gegeben oder in so eine Aufbewahrungsbox. Ich mag diese Glasbehälter voll gern. Und meinen Schäler. Das sind meine zwei Go-To-Sachen. Ah ja, und den Gemüsekleinschneider von Tupper. Das sind die Sachen, die ich immer verlinke, weil ich von denen richtig begeistert bin. Ich hau mal den Link in die Infobox, falls du auf der Suche bist nach einem guten Gemüseschäler oder nach tollen Aufbewahrungsboxen. Ich mag die aus Glas richtig gern. Genau, also das habe ich zusammengemischt und dann habe ich die Sachen, die ein bisschen frischer sind, jetzt zum Beispiel Tomaten, habe ich da nicht dazu gegeben, weil die werden ja eher mal gatschig oder schlecht. Die habe ich dann quasi frisch dazu geschnitten. Salat, die vorbereitete Mischung, Tomaten und Mozzarella. Das war, was ich halt zu Hause hatte und daraus habe ich mir dann meinen Salat kreiert. Und weil ich es mir ganz einfach machen wollte, habe ich schon eine fertige Salatsauce hergenommen. Ja, hier auf meinem Kanal findest du immer wieder verschiedene Kochvideos, verschiedene Einkaufvideos, Challenges, günstige Rezeptvideos oder auch, wenn ich mal, darauf hätte ich mal wieder Lust, irgendwelche Social Media Trends nachkoche. Eine Sache will ich mal wieder machen und zwar ein Q&A, ein Fragen-Antwort-Video. Ich habe das letzte vor einem Jahr gemacht und seitdem hat sich einiges in meinem Leben geändert und ich habe mir gedacht, wenn du jetzt das Video bis zum Schluss angeschaut hast und vielleicht dabei bist und eine Frage hast, die ich in dem Video beantworten soll, dann schreib die mir bitte unbedingt in die Kommentare. Dann kann ich mir in der nächsten Woche mal die ganzen Kommentare durchlesen, die Fragen zusammenschreiben und eure Fragen beantworten. So habt ihr auch die Möglichkeit, mich ein bisschen besser kennenzulernen und würde mich total freuen, wenn ich von euch da die ein oder andere interessante Frage zur Verfügung gestellt bekomme in den Kommentaren. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Abend oder Tag, wann auch immer du dieses Video anschaust und würde sagen, bis zum nächsten Mal hier bei Lanas Einmal Eins zum Leben. Ciao!